Hi Leute, Albert hier von Windowsarea.de und in diesem Video geht es um die Dell Mobile Connecte. Und das ist meiner Ansicht nach eines der momentan interessantesten Programme für Windows 10. Damit könnt ihr Anrufe von eurem Android-Smartphone oder eurem iPhone am PC empfangen, SMS schreiben, Benachrichtigungen abrufen und somit auch bei WhatsApp zurückschreiben und sogar eurem Bildschirminhalt von Android auf den PC spiegeln. Die App heißt zwar Dell Mobile Connect, aber lasst euch davon nicht beirren, denn sie funktioniert mit allen PCs. Ihr müsst dafür also keinen Laptop von Dell haben. Das einzige, was euer PC dafür können muss, ist Bluetooth. Heute zeige ich euch, wie ihr die Dell Mobile Connect App einrichten und mit eurem Smartphone verwenden könnt. Als erstes müsst ihr die Dell Mobile Connect App aus dem Microsoft Store installieren. Einen Link dazu findet ihr direkt in unserem Artikel in der Beschreibung. Die Installation ist schnell erledigt und die habe ich in meinem Fall bereits ausgeführt. Dann geht's weiter. Ihr benötigt auch den Dell Mobile Connect Treiber für PC. Wenn ihr die App das erste Mal öffnet, findet ihr direkt einen Link zum Download. Ihr öffnet also diese Seite und ladet den Treiber runter. Die Installation ist danach auch nicht weiter schwierig und ihr klickt euch da ziemlich schnell durch. Nachdem die Installation des Treibers abgeschlossen ist, müsst ihr die Dell Mobile Connect App am PC neu starten. Wenn ihr diese einfach schließt, dann bleibt diese im Hintergrund weiter offen. Ihr müsst also im Systemtray unten rechts in der Taskleiste rechts auf das Icon von Dell Mobile Connect klicken und dann Beenden auswählen. Nur so schließt sich das Programm vollständig. Anschließend könnt ihr es einfach normal starten. Nun beginnt die spannende Phase und die Verbindung mit dem Smartphone. Ihr klickt auf diesen großen blauen Knopf und wählt dann euer Smartphone System aus. In meinem Fall ist das ein Nokia 7 Plus mit Android. Nun werdet ihr weiter Weitere Instruktionen sehen, denen ihr folgen müsst, um eine Verbindung herzustellen. Als erstes sucht ihr die Dell Mobile Connect App im Google Play Store bzw. am iPhone im iTunes Store und installiert diese. Nach der Installation könnt ihr sie direkt starten. Hier wird die App dann eine Vielzahl an Berechtigungen von euch verlangen, darunter auch den Zugriff auf Anruflisten, SMS, Kontakte und Benachrichtigungen. All diese Berechtigungen solltet ihr der App erteilen, da sie sonst nicht korrekt funktioniert. Nun dürftet ihr schon einen Code am Android-Smartphone sehen, den ihr nun auf eurem PC eingeben müsst. Danach sollte die Verbindung hergestellt werden und ihr müsst nur noch die Koppelung per Bluetooth sowohl am PC als auch am Smartphone nochmals bestätigen. Dann ist die Einrichtung auch schon komplett. Nun könnt ihr auf eurem PC verschiedene Funktionen eures Smartphones nutzen, darunter Anrufe führen, SMS schreiben, Benachrichtigungen abrufen und darauf antworten und sogar den Bildschirminhalt vom Smartphone auf den PC spiegeln. So könnt ihr zum Beispiel Snapchat auf dem PC abrufen oder unbemerkt Screenshots von selbstzerstörenden Instagram-Direktnachrichten machen. Oder ihr könnt die windows Android-App auch am PC benutzen, wofür auch immer das gut sein soll. Wenn ihr übrigens immer auf dem Laufenden bleiben wollt, zu interessanten Microsoft- und Windows-News wie Project Andromeda und neuen Funktionen zu Windows 10 zum Beispiel, dann empfehlen wir auf jeden Fall den Download unserer App. Einen Link dazu gibt's auch in der Beschreibung direkt unter diesem leider immer noch grauen Like-Button. Im Grunde war's das auch schon mit der Dell Mobile Connect App für Windows 10. Hier sind noch einige Tipps, wenn es bei euch zu Fehlern kommen sollte. Wenn ihr bei der Einrichtung den Fehler "Access denied" bekommt, dann führt nochmal das Bluetooth-Pairing zwischen PC und Smartphone manuell durch. Geht in die jeweiligen Bluetooth-Einstellungen und koppelt euren PC manuell mit dem Smartphone. Danach startet ihr die Dell Mobile Connect App am Smartphone neu und gebt den Code ein. Danach müsste es sicher klappen. Wenn ihr eure Kontakte am PC nicht sehen könnt, müsst ihr unter Android die Kontaktfreigabe aktivieren. Geht dazu in die Bluetooth-Einstellungen, wählt den Namen eures PCs aus und erlaubt hier den Zugriff auf Kontakte. Wenn andere Funktionen nicht gehen, müsstet ihr sicherstellen, dass die Dell Mobile Connect App auch alle Berechtigungen hat, die sie benötigt. Dafür müsst ihr unter Android in die App-Einstellungen navigieren und bei Dell Mobile Connect alle Berechtigungen aktivieren. Aktivieren. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Like da und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, sowie weitere Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.